Einladung erkennen. Vielleicht ist es mein Charme und damit kokettiere ich auch, dass ich kein Professor bin und gar nicht so akademisch an das Thema rangehe, sondern als Praktiker, als jemand, der täglich am Krankenbett steht und schwerstkranke und sterbende begleitet und auch die Diagnose mitteilt. Und ich spreche als Onkologe, es sind einfach Onkologen im Raum, zumindest ein, vermute ich. Und ich spreche sehr selbstkritisch und für manche vielleicht auch ein bisschen ketzerisch und es ist etwas überspitzt und vielleicht pessimistischer als die Realität, aber ich glaube, Sie wissen gleich, was ich meine. In unserer Lebenswirklichkeit, hier im Westen, sage ich, sehen wir im Moment eine gewisse Kritik auf die Medizin, die ich als sehr berechtigt sehe und wo der Medizin zweierlei vorgeworfen wird, dass wir uns mehr und mehr an der Ökonomie orientieren, dass wir eine Ökonomisierung in der Medizin sehen und damit den Menschen als Person auf den Weg verlieren, den Menschen, den Patienten nicht mehr sehen, sondern die Patienten eher als Träger einer Erkrankung sehen. Und Erkrankung definieren wir eher als ein Nichtfunktionieren eines Organs oder eines Organsystems und sehen nicht den ganzen Menschen, der in seiner Gänze betroffen ist durch diese Erkrankung. Und als Onkologe, wo wir es ja mit Krankheiten zu tun haben, die existenzielle Bedrohung darstellen und sofort den Gedanken an die Sterblichkeit wachrufen, wenn wir allein schon sehen, dass Patienten Abteilungen betreten mit einer Beschilderung Onkologie, dessen sind wir gar nicht bewusst. Und noch viel mehr dramatisiert sich das im Moment, wo wir nicht nur Organsysteme, sondern noch in die zellulare Ebene reingehen und molekularbiologische Kaskaden sehen, da auch die Ansatzpunkte für unsere Therapien. Also wir definieren nicht nur die Krankheiten als Organproblem, als molekularbiologisches, molekulargenetisches Problem, sondern wir beantworten auch das Problem der Krankheit mit molekularbiologischen Therapien und sprechen dann von individualisierten Therapien. Jetzt heißt eine individualisierte Therapie in der Onkologie nicht, dass man individuell auf den kranken Menschen eingeht, sondern dass man individualisiert auf das molekularbiologische Problem eingeht und letztlich das Problem, das ich darstellen will, eigentlich noch verstärkt. Und in so einem Visiten stellen wir dar, was uns der Pathologe an Markern gefunden hat und sind ganz stolz, wenn man bestimmte Aberrationen in Signalkaskaden finden können und dafür Ansatzpunkte für neue molekulare Therapien darbieten können und lassen uns von einer gewissen Euphorie anstecken. Und die Patienten gucken mich ähnlich an wie Sie, wovon redet der jetzt gerade, von irgendwelchen Signalkaskaden in den Wachstumsfaktoren und Rezeptoren auf den Zellen und da gibt es jetzt ein neues Medikament. Das interessiert den Patienten erstmal gar nicht. Der ist in erster Linie existenziell bedroht und fragt sich, wie geht es weiter mit mir, was steht mir bevor, was wird passieren und wie gut oder wie wenig wird man mir helfen können. Und für einen Patienten sind weniger die molekularen Marker des Tumors wichtig, sondern auch ganz andere Dinge. Und das habe ich nicht mitgebracht, dass Sie es lesen sollen, um zu zeigen, wie groß die Vielfalt ist von Dingen, wenn wir Menschen fragen, was ihnen wichtig ist. Und das ist nicht nur in der Gesundheit wichtig, sondern auch in der Krankheit wichtig. Und wenn wir gesund sind und uns fragen, was ist das Wichtigste für uns? Oft sagt man in Deutschland, die Gesundheit ist das Wichtigste. Es ist aber nicht immer die Gesundheit das Wichtigste. Und manchmal sind wir auch bereit, Kompromisse zu machen in der Gesundheit, um andere Ziele, die uns viel wichtiger sind oder Dinge, die uns viel wichtiger zu erreichen sind, erreichen zu können oder verwirklichen zu können und machen da vielleicht Abstriche auch in der Gesundheit oder in Behandlungsmöglichkeiten. Das ist in den Vorträgen vorweg schon angeklungen, dass wir, wenn wir uns auf menschlicher Ebene begegnen und der Arzt dann dem Patienten begegnet, letztlich erstmal im Gegenüber nur die Spitze des Eisbergs sehen an der Persönlichkeit und meistens mit mitgebrachten Antworten aus der Medizin kommen, was jetzt das Richtige für denjenigen ist, was wir tun und vieles, was unter der Oberfläche ist, gar nicht wahrnehmen, gar nicht thematisieren, gar nicht danach fragen, aber gar nicht auf die Idee kommen, dass da Dinge sind, die eine Bedeutung haben könnten
die für medizinische Entscheidungen aber durchaus von Relevanz sein können. Etwas vereinfacht und wenn wir von Diversität und Interkulturalität sprechen, auch eine gewisse Gefahr, wenn wir die Kultur zu sehr betonen und die Persönlichkeit, die sich über der Kultur manifestiert hat, übergehen oder nicht wahrnehmen. Also wir haben auf einer breiten Basis die menschliche Natur mit unseren Urängsten, unseren Urbedürfnissen, darüber erlernte kulturelle Eigenschaften und Sichtweisen, die gruppenspezifisch sind, aber innerhalb von Gruppen sehen wir auch nochmal eine breite Diversität mit individuellen persönlichen Prägungen, die wir ererbt haben, die wir erlernen und die auch in einem Wandel sind und in einem dynamischen Prozess sich befinden. Was jetzt aber typisch für den Westen auch ist und für unsere moderne Medizin, die ich, auch wenn ich selbstkritisch spreche, hier repräsentiere, ist, dass wir im Selbstbestimmungsrecht des Patienten, in der Patientenautonomie, ein sehr, sehr hohes Gut sehen. Und es ist für uns, für jede medizinische Entscheidung, mit das Wichtigste, die Einverständnis und die Zustimmung des Patienten zu haben. Wir wissen aber auch, dass Menschen mit schwerer Krankheit nur als Freiheitsträger betrachtet zu sein, mit dieser Freiheit sehr schnell allein gelassen werden. Und wir, obwohl wir so viel davon reden, dass die Patientenautonomie die überkommene paternalistische Arzt-Patienten-Beziehung abgelöst hat, wir brauchen ein Stück weit Paternalismus, um die Patienten überhaupt zu einer Autonomie befähigen zu können. Ein ganz simples Beispiel: Wenn ein Patient zu mir kommt und erfährt, dass er eine Leukämie hat, hört er nur, dass er eine Leukämie hat. Und er assoziiert Chemotherapie, Haarausfall geht sowieso schief, muss sowieso sterben. Und es kommt nicht selten die Aussage: Machen Sie lieber, dass es schnell zu Ende geht. All das will ich gar nicht über mich erzählen lassen. Und diese Chemotherapie mit all diesen Nebenwirkungen, das nimmt mir zu viel Würde, das möchte ich nicht. Vor allem bei älteren Menschen. Die moderne Medizin hat noch ein gewisses Repertoire an Möglichkeiten und mit Hilfe dieser individualisierten Therapie auch Möglichkeiten anzubieten, tatsächlich lebenswerte Zeit zu gewinnen, ohne dass wir alle Lebensqualität zerstören und Nebenwirkungen auch minimieren können, vielleicht mit geringeren Heilungschancen oder mit geringeren Chancen eines guten Ansprechens und längerer Überlebenszeit, aber mit guter Verträglichkeit, dass es lebenswerte Zeit ist, die wir gewinnen. Und manchmal ist die Betonung auf lebenswert wichtiger als auf das Quantum an Zeit überhaupt. Und so kann man mit diesen Zusatzinformationen einen Patienten zu einer wirklich authentisch autonomen Entscheidung zu befähigen, zu sagen, ja, wenn das so ist, dann sehe ich das anders. Dann lehne ich nicht apodiktisch eine Chemotherapie ab, sondern sage, wenn das funktioniert und wir bleiben im Dialog und wenn wir sehen, es kommt doch nicht so, wie wir es antizipiert haben und wie wir uns das wünschen, dann können wir das auch wieder beenden oder noch weiter modifizieren. Dass es auch dazwischen etwas gibt, zwischen alles machen und nichts tun. Also Autonomie und Fürsorge sehe ich keineswegs als Widerspruch, sondern als sich gegenseitig bedingende Momente, die wir unbedingt brauchen. Und wir als Ärzte müssen eine advokatorische Haltung einnehmen und eine Fürsorge dem Patienten anbieten, um ihn zur autonomen Entscheidung zu befähigen und herausfinden im Dialog. Und dazu gehören all diese Dinge, die unter der Oberfläche sind, wo kulturelle, religiöse, aus der Biografie wichtige Informationen notwendig sind, um ein gutes und für den Patienten stimmiges Therapiekonzept zu finden. Und viele Patienten, die über die Schulmedizin schimpfen und sagen, hätten wir es anders gemacht, hätten wir sich auf das alles gar nicht eingelassen, wäre es besser gewesen, sind die Patienten, mit denen nicht im Vorfeld quasi dieser Dialog stattgefunden hat, um die Entscheidung zu dieser Therapie, die der Patient gegeben hat, zu einer selbstbestimmten Entscheidung werden zu lassen. Und gerne beziehe ich mich auf relativ alte Publikationen aus den 70er Jahren, wo Pflegewissenschaftler
die Rechte Sterbender und Schwerstkranker definiert haben, die ziemlich banal klingen und die jeder Arzt, wie man das vorlegt, sehr gerne unterschreibt und sagt, das kann ich mir auf meine Fahnen schreiben, aber wenn wir die Realität im Alltag angucken, sind wir da manchmal meilenweit entfernt, insbesondere wenn wir Menschen aus anderen Kulturen begegnen und merken, dass wir da nicht immer Wort halten. Insbesondere Punkte wie stets hoffen zu dürfen, worauf auch immer sich eine Hoffnung richten mag. Das ist etwas, was uns deutschen Ärzten oft sehr schwer fällt, zu sehen, dass Patienten aus anderen Kulturen an einer Hoffnung, die wir als unbegründete Hoffnung festhalten und sagen, das wird doch alles wieder gut, wir werden wieder gesund. Und die deutschen Kollegen sich untereinander fragen, warum verstehen die nicht, wovon wir eigentlich reden. Wobei das eine sehr gesunde Hoffnung ist, die man braucht, um wirklich die verbleibende Zeit als wertvolle Zeit verbringen zu können. Ich muss, glaube ich, schon bald zum Ende kommen, obwohl ich noch ein paar Dias hätte, aber ich freue mich auf die Diskussion und vielleicht kann ich da noch einiges ergänzen. Ein wichtiges Thema mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit, wo wir auch im interkulturellen Miteinander sehen, dass wir da manchmal unterschiedliche Vorstellungen meinen zu haben, aber so weit auseinander sind wir gar nicht und es geht vor allem darum, wer entscheidet, was wirklich Wahrheit ist und welchen Wahrheitsanspruch haben wir mit unseren naturwissenschaftlich orientierten Aussagen, von denen wir so überzeugt sind und wir lassen uns gerne belehren, dass wir manchmal nicht recht daran tun, mit unserer Wahrheit ans Bett zu treten und einem Patienten auch mit einer falsch vermittelten Wahrheit auch schaden zu können. Und die Krankenhäuser, in denen wir sind, sind Welten für sich, wo Machtstrukturen eine ganz wichtige Rolle spielen und diese Machtstrukturen und Hierarchien, die beziehen sich nicht nur auf das dort arbeitende Personal, sondern da sind durchaus auch die Patienten und ihre Angehörigen mit drin verwoben und es sind bestimmte Rollen, die verteilt werden, die eingenommen werden und es macht bestimmt Sinn, wenn Nichtmediziner soziologisch, psychologisch sich diese Strukturen in den Krankenhäusern einmal angucken würden und welche Implikationen das auf das Wohlbefinden von Patienten hat oder die Akzeptanz der Therapien hat. Und wir alle sind in einem Räderwerk, in dem wir uns vieler Details und Fallen und Gefahren und Gefahren für Missverständnisse nicht bewusst sind. Trotzdem will ich immer vorsichtig warnen, dass wir aufpassen müssen mit den Begriffen interkulturell und transkulturell, weil immer die Gefahr von Stereotypisierung und Verabsolutisierung dahinter steckt und im schlimmsten Fall auch Stigmatisierung, wenn man das auf eine Allgemeinheit beziehen. Und wir müssen vielmehr den Blick auf die Diversität und auf die Persönlichkeit, also auch die Unterschiede innerhalb der Kulturen, über die wir informiert sein müssen, die es sich lohnt, die eigene Kultur zu kennen und die scheinbar fremde Kultur kennenzulernen. Aber wir müssen immer den Einzelnen sehen und mit ihm im Dialog ein Vertrauensbündnis schaffen zwischen Arzt und Patient, um dann den Weg miteinander zu gehen und begleiten zu können und zu entscheiden, was ist wahr, was ist wahrhaftig, was ist richtig, was ist falsch und was ist